Chinas Versuch, Ampeln umzustellen, dass man bei Rot fährt und bei Grün halten muss, ging ein bisschen nach hinten los. Der ganze Spaß hat nämlich angefangen durch die kommunistische Revolution 1966. Da Rot die Farbe des Fortschritts im Kommunismus ist, darf man da ja nicht halten. Bei Rot geht's ja vorwärts. Deshalb haben sich Anhänger der Revolution an Ampeln gestellt und gesagt, bei Rot müsst ihr fahren. Die hatten auch gute Argumente dafür. Da die meisten jetzt aber nicht wussten, ob sie bei Rot oder Grün fahren müssen, hat es jeder anders gemacht. Und dann hat's gekracht.